Carlos, Lügen werden ihm langsam aber sicher zum Verhängnis. Alicia droht ihm plötzlich auf die Schliche zu kommen. Gelingt es Carlos, das zu verhindern? Achtung, es folgen Spoiler. Carlos, Patrick Fernandes, Stolz bringt ihm bei GZSZ jede Menge Probleme ein. Seit seinem Freispruch hat der einstige Bauleiter mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Doch stolz wie er ist, möchte er sich das nicht vor seiner Freundin Alicia, Josephine Bressel, eingestehen. Daher gaukelt er ihr nun schon seit Wochen eine heile Welt vor und tischt ihr immer wieder neue Lügen auf. Die drohen ihm jedoch langsam aber sicher zum Verhängnis zu werden. Carlos muss also schnellstmöglich einen Ausweg aus seiner bislang aussichtslosen Situation finden, bevor sein Lügengerüst vor Alicia zusammenbricht. Carlos gerät in eine brenzlige Situation. Seit Wochen schon erzählt Carlos Alicia, dass er eine Stelle als Geschäftsführer in einer erfolgreichen und bekannten Baufirma ergattert habe. Und das, obwohl er eigentlich arbeitslos ist. Denn Carlos hat seinen heimlichen Job als Taxifahrer wieder verloren. Seine Geldprobleme nehmen daher deutlich zu. Doch statt sich seiner Liebsten anzuvertrauen und finanziell etwas kürzer zu treten, spielt sich Carlos weiterhin als wohlhabender Geschäftsmann auf. Nicht ahnend, dass seine Fassade bald schon zum Einbruch gebracht werden könnte. Denn gerade als Carlos sich in seinem Wagen für ein Bewerbungsgespräch vorbereitet, erhält er einen überraschenden Anruf von Alicia. Sie will ihn in der Baufirma besuchen und steht sogar schon im Foyer. Bei Carlos gehen direkt alle Alarmglocken an. Fliegen seine Lügen nun etwa auf? Panisch versucht er, Alicia davon abzuhalten, am Empfang nach seinem nicht existierenden Büro zu fragen, und das mit Erfolg. Doch wie schafft er es, sie wieder aus dem Gebäude zu locken? Carlos bleibt nichts anderes übrig, als das Bewerbungsgespräch sausen zu lassen und sich auf den Weg zur Baufirma zu machen. Tatsächlich gelingt es ihm auch, Alicia in Empfang zu nehmen und weiterhin glauben zu lassen, dass er für die Firma arbeitet. Doch lange kann er dieses Lügengerüst nicht mehr aufrechterhalten. Das ist auch Carlos bewusst. Zu seinem Glück meint es das Schicksal jedoch endlich gut mit ihm. Nach einem gemeinsamen Essen mit Alicia im Mauerwerk begegnet Carlos einer Frau, bei deren Unternehmen er sich beworben hatte, jedoch eine Absage bekam. Carlos nutzt die Gelegenheit und lässt seinen Charme spielen, und das ziemlich erfolgreich. Carlos wird doch tatsächlich eine weitere Chance angeboten, um sich zu bewerben. Und die Zeichen, dass er den Job ergattert, stehen sogar ziemlich gut.